Schreiber. Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, sehr geehrter Minister Müller. Ich war im Oktober beim Jahrestreffen von IWF und Weltbank. Und hier stand das Thema Privatisierung der Entwicklungszusammenarbeit im Zentrum. Entwicklungspolitik beschränkt sich zunehmend auf Förderung der Privatwirtschaft. Das zieht sich auch wie ein roter Faden durch den aktuellen Entwicklungshaushalt. Dementsprechend haben Sie die Titel Entwicklungspartnerschaften mit der Wirtschaft und Förderung privater deutscher Träger aufgestockt. Zudem stellen Sie, haben Sie gerade gesagt, 1 Milliarde Euro für einen Entwicklungsinvestitionsfonds bereit. Um jetzt erstmal Missverständnissen vorzubeugen. Ja, Privatinvestitionen können zu einer nachhaltigen Entwicklung beitragen, wenn die Rahmenbedingungen stimmen, wenn es nicht den öffentlichen Sektor betrifft, wenn sich die Unternehmen bei ihren Geschäften vor Ort an ökologische, soziale und menschenrechtliche Mindeststandards halten. Und über diese notwendigen Rahmenbedingungen zu diskutieren, ist bitter nötig. Herr Minister, Sie haben versprochen, ein Entwicklungsinvestitionsgesetz in enger Abstimmung mit dem Bundestag zu erarbeiten. Diese Pläne sind wohl still und heimlich fallen gelassen worden. Und stattdessen haben Sie diesen Investitionsfonds gegründet. Am Bundestag vorbei, in enger Abstimmung mit der Privatwirtschaft. Das Parlament ist doch die Legislative. Mindestens drei Gründe sehe ich kritisch. Erstens ist das Vorgehen völlig intransparent. Eine Gesetzesinitiative hätte eben die Chance für eine öffentliche Debatte und Aushandeln der Inhalte im Parlament geboten. Und für die Linke, für uns, müssen dabei stets die Interessen der Menschen in diesen Ländern im Vordergrund stehen. Zweitens. Der Nutzen für die Länder ist bei der Kooperation mit der Privatwirtschaft bisher nicht erkennbar. Selbst Ihr hauseigenes Evaluierungsinstitut DEWAL hat dies in mehreren Studien festgehalten. Aber das wird ignoriert, und das lassen wir Ihnen nicht durchgehen. Drittens. Ihre Initiativen zur Förderung der Privatwirtschaft zielen vor allem darauf ab, die Rahmenbedingungen für Investoren zu verbessern. Was für diese gut ist, nutzt aber nicht automatisch langfristig den Menschen in den beteiligten Ländern. Die neue Sonderinitiative Ausbildung und Beschäftigung, die Sie mit 230 Millionen Euro ausgestattet haben, fördert Sonderwirtschaftszonen. Das ist ein Steuersparmodell für Konzerne. Durch Steuerflucht internationaler Konzerne entgehen allein den afrikanischen Staaten etwa 175 Milliarden Euro im Jahr verloren. Diese Summe entspricht etwa der dreifachen Menge aller westlichen Entwicklungsgelder für den gesamten Kontinent. Wie kann es dann sein, dass die GIZ in Äthiopien dafür wirbt, dass Unternehmen dort 10 Jahre steuerbefreit sind? Das verringert doch die Aussichten Äthiopiens, seine Steuereinnahmen zu erhöhen. Diese Mittel fehlen beim Aufbau von Sozial-, Bildungs- oder Gesundheitssystemen. Und das sind Gründe für Menschen, ihre Heimat zu verlassen. Das ist das Gegenteil von Fluchtursachenbekämpfung. Herr Minister Müller, ich schätze Ihr persönliches Engagement für Ihr Haus und einen steigenden Entwicklungsetat sehr. Und gerade deswegen bitte ich Sie, die verstärkte Ausrichtung der deutschen Entwicklungszusammenarbeit an privatwirtschaftliche Interessen zu überdenken. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Kollegin. Als nächstes spricht uns der Kollege Uwe Kikeritz.